Und jetzt begrüßt bitte mit mir ganz herzlich meinen lieben Freund Christoph Hörstel. Danke dir, Freunde. Freiheit für Palästina! Alle zusammen, wir müssen warm werden, los! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Das tut gut. Und was sehe ich da? Ich sehe da die Antifa. Aber die Faschisten sitzen im Kanzleramt und in den deutschen Ministerien. Was macht ihr denn hier, Jungs? Habt ihr euch verlaufen oder was? Wenn man so ein bisschen ins Internet guckt und schaut, wo die amerikanischen Flugzeugträger sind, dann sieht man, dass da zwei sich gerade in den Docks in den USA vorbereiten auf ihre Reise. Flugzeugträger Roosevelt, Flugzeugträger Eisenhower. Beide schon im Persischen Golf eingesetzt. Jetzt gerade da ist Flugzeugträger Vinson und die ganze Gruppe, zusammen mit dem Franzosen Charles de Gaulle. Sie brauchen, um ein Land wie Iran anzugreifen, zwei Flugzeugträgergruppen plus plus. Das heißt, die notwendige Masse für den Angriff gegen Iran ist schon da. Nur, dass wir uns richtig verstehen, ich will nicht sagen, dass da jetzt ein Krieg droht. Ich will nur sagen, der Iran wird in diesen Wochen und Monaten intensiv von den USA, von der NATO, mit Frankreich, unserem Nachbarn, unter Druck gesetzt. Warum? Die iranische Regierung soll einem Abkommen zustimmen, das dazu führt, dass der Iran seine Strategie, die eigenen Energierohstoffvorkommen gewinnbringend zu verkaufen und sich dafür in der eigenen Energieversorgung auf Atomkraft zu verlassen, nicht durchführen kann. Da der Iran aber einen großen Teil seiner Gelder in diese Atomkraft investiert hat, bedeutet ein 10-jähriges Moratorium, wie jetzt von Obama ohne jede Rechtsgrundlage vorgeschlagen, dass der Iran 10 weitere Jahre auf die ihm zustehende wirtschaftliche Entwicklung soll verzichten müssen. So geht's nicht. Das ist nicht Außenpolitik, das ist Erpressung. Wer da mitmacht, macht sich mitschuldig. Ganz einfach. So viel zum Iran. Die iranische Führung hat außerordentlich klug verhandelt. Und es ist sehr fraglich, was die übrigen Bedingungen Obamas sind. Und deswegen kann man da gar nicht raten. Diese Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Woher kennen wir das? Ach ja, von Gabriels neuem Hobby, TTIP. Da kennen wir das, ja? Und von Tizer und von CETA und wie diese Drecksverträge alle heißen, die sämtlich Teil einer faschistischen Machtergreifung sind, die global laufen soll. Wer da mitmacht, macht sich strafbar, Frau Merkel, Herr Gabriel und so weiter. Damit wir das ganz klar sehen. Und eines Tages, egal wie teuer, wird die Rechnung präsentiert. Garantiert. Wir gucken in den Irak. Dort kämpfen ein paar durchgedrehte Leute, die sich auch noch Muslime nennen, als IS verkleidet und sorgen für ihren angeblichen Staat. Natürlich mit starker US-Hilfe. Mehrere Banken haben diese Leute, mit denen sie arbeiten, ohne jede Sanktion. Davon können unsere russischen Freunde nur träumen, oder? Das ist schon interessant. Und jetzt beschweren sich die Amerikaner, weil die Iraker Erfolge haben bei Tikrit gegen diese IS-Mörderbanden und weil daran schiitische Milizen beteiligt sind. Lieber Herr Obama, das ist eine Einmischung in fremde Angelegenheiten. Ich will ja gar nicht von deinen beschissenen Terrortruppen reden. Dafür alleine gehörst du in den Knast. Aber dass du auch noch auf dem Irak rumhackst, wenn er sich erfolgreich wehrt. Ich glaube, ich lüge.
weil daran schiitische Milizen beteiligt wären. Hallo Herr Obama, seit wann kümmern sich denn um die Religion von anderen Leuten, Sie gottloser Schurke? Und dann gehen wir weiter zu unseren russischen Nachbarn. Herr Putin fehlt. Spiegel weint jetzt jeden Tag. Er weiß nicht, wo Herr Putin ist. Ist das jammervoll, ja? Aber dann freut er sich, weil Putin angeblich Nachwuchs erhält. Wisst ihr, mich rühren diese Falschmeldungen ja schon gar nicht mehr. Aber jetzt wird's so richtig blöd, ja? Da kann man nichts dran machen. Das ist das Niveau, auf dem da gearbeitet wird. Wir vergessen das nicht. Und langsam, langsam sinken die Auflagenzahlen von diesen Spinnern. Das ist immerhin die eine Sache, die sie verstehen. Ihre schöne Kohle geht abhanden. Bye, bye. Ist das erfreulich? Weniger erfreulich ist natürlich, was in der Ukraine passiert. Wahrscheinlich werden dort auch Uranwaffen eingesetzt. Es gibt Spuren davon. Wahrscheinlich werden wir damit rechnen müssen, dass der Krieg wieder aufflammt. Das wird hier medial so richtig schön vorbereitet. Und gelogen wird dabei, dass sich die Balken biegen. Ich lese die Süddeutsche Zeitung, das ist sozusagen kernhaft Bürgertum, die von dieser Zeitung erreicht wird. Und da steht an 3-4 Stellen im Donbass-Bericht, dass da russische Verbände kämpfen. Ja, hallo Süddeutsche Zeitung, könnt ihr denn nicht die Berichte der OSZE jedenfalls lesen, ja? Wenn ihr schon die Nachrichtenagentur nicht versteht. Es gibt keine russischen Verbände im Donbass. Begreift es endlich und Lügen hilft da nicht. Aber das stört die ja schon gar nicht mehr. Die wollen ja die NATO-Völker bescheißen und damit in einen Krieg bringen. Gegen Russland auf ukrainischem Boden. Und dann gibt es Manöver, Flottenmanöver im Schwarzen Meer. Und was passiert da? Demnächst können Bundeswehrsoldaten von einem Tankschiff aus im Schwarzen Meer ihren russischen Kameraden zuwinken auf der russischen Flotte. Und in dem Moment, in dem der erste Deutsche wieder einen Schuss auf Russen abgibt, ist Schluss mit lustig. Es ist ja sonnenklar, dass sämtliche NATO-Führungen wegen ihrer mannigfaltigen internationalen Verbrechen längst vor das Den Haager Gericht gehören. Gar keine Frage. Die Amerikaner weigern sich, aber die anderen nicht. Los, Frau Merkel, antreten, zack, zack. In Handschellen. Und dann möchte ich da ein anständiges Gerichtsverfahren sehen. Dass da mal gesagt wird, was Sache ist. Dass du Nazis unterstützt in der Ukraine. Und zum 8. und 9. Mai nicht antrittst in Moskau. Und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wird Russland nicht eingeladen. Ja, da hätte Deutschland auch nicht teilnehmen dürfen. Eine Sauerei. 27 Millionen toter Russen. Unsere Schuld. Deutsche Schuld. Und wir schaffen es nicht, in dieser Situation klaren Kopf zu bewahren und zu sagen, wir können doch nicht 70 Jahre Befreiung von Auschwitz feiern ohne Russland. Das geht gar nicht. Das ist verboten. Das ist ein No-No. Da gibt es überhaupt keinen Weg hin. Aber wir machen das ja locker mit dem Obergaukler. Auch so ein Mensch mit einer kriminellen Politik. Der hatte ja schon ein Problem, als er dieser komischen Behörde vorstand, die dann seinen Namen bekam, die sogenannte Gauk-Behörde. Denn er selber war ja so gut Freund mit der Stasi. Und es ist bekannt, dass er mit seinen Mitarbeitern über seine eigene Stasi-Problematik geredet hat. Super! Und deswegen wahrscheinlich ist er jetzt als Bundespräsident qualifiziert, oder was? Verflucht doch mal! Solches Personal steht bei uns oben. Die können nicht 3 Stunden überleben, wenn sie sich der Bevölkerung stellen müssen und den Argumenten. In der Unterhose würden sie vom Platz laufen müssen. Bravo,
Was wir brauchen, ist einen klaren Blick, wer hinter diesem Zinnober steht. Das ist die Finanzmafia, eindeutig, geholfen von der Medienmafia, mitmachen Energiemafia und dabei Rüstungsmafia. Und in der Ukraine werden auch noch Menschen ausgeweidet. Wir finden Massengräber, denen fehlen die Organe, den Toten. Das ist die Pharma-Mafia. Jawohl, die Gesundheitsmafia. Solche Leute sind dabei. Die machen auch noch einen kleinen Reibach. Können ja die anderen vier Mafiosi nicht einfach so mit dem ganzen Gewinn von der Fläche gehen, nicht wahr? Nur noch Ware. So ist es. Der Mensch ist nur noch Ware. Vollkommen richtig. Das ist es eigentlich. Und wer nichts bringt, weg damit. Und wenn man den zu Kanonenfutter machen kann und kann dran verdienen, jawohl, jederzeit. Das ist die Logik dieser Leute. Und diesen Mafiosi gehorchen die Regierungen. Auch die Bundesregierung, alle NATO-Regierungen. Obama ist von denen getrieben. Der muss bei Europa überall die Arme umdrehen, bei den Regierungspolitikern, damit die ja aggressiv genug werden. Und er fängt das Zittern an, wenn Deutschland plötzlich aus der Reihe tanzt und möchte sich mit Russland lieber verständigen. Und die Merkel nimmt auch noch den Hollande mit. Aber wie ich schon auf Russia Today gesagt habe, ich verstehe gar nicht, warum die beiden eigentlich zu Putin fahren. Der hat den Dreck doch nicht angerichtet, das war doch Obama. Warum fliegen sie denn da nicht hin und sagen dem das? Na, fehlt die Traute oder was ist los? Wir müssen uns klar sein, wer nicht verstanden hat, was die Finanzmafia macht, nämlich zum Beispiel Deutschland, jedes Jahr 55 Milliarden Euro an Zinsen stehlen, ja, der deutschen Bevölkerung, dann haben wir es nicht begriffen. Die Bundesschuld 1,3 Billionen, insgesamt 2 Billionen, dann kommen noch hunderte Milliarden Verpflichtungen, weil wir ja unsere Europa- und Euro-Versprechen grundsätzlich nicht mehr einhalten, nicht wahr, Herr Schäuble? ESM, EZB und wie die Verbrecher alle heißen. Das ist die Lage. Wir müssen dem Weg des Geldes folgen. Und das heißt, raus mit der Finanzmafia. Kommt, das üben wir jetzt. Raus mit der Finanzmafia. Raus mit der Finanzmafia. Raus mit der Finanzmafia. Na, wird schon ein bisschen wärmer? Okay. Es gibt auch schlechtere Sachen, um, ich will mal sagen, sich zu beschäftigen, nicht wahr? Also, wir müssen wissen, diese Typen stehen dahinter. Die Regierungen, das sind nur die politischen Suppenkasper, die sollen das umsetzen. Marionetten, darum geht es. Völlig richtig. Das heißt, solange wir mit denen nicht klarkommen, kommen wir mit unserer eigenen Politik nicht klar. Und das heißt, die Macht der Banken muss beschnitten werden. Zinsen weg, Zinseszinsen weg, Geldschöpfung durch öffentlich kontrollierte öffentliche Bank im Sinne der Bevölkerung. Hat doch keinen Sinn, dass wir erst die Banken das Geld schöpfen lassen, dann machen die einen Reibach und dann kriegen sie von uns auch noch aus Steuergeldern Zinsen dafür, für diese Erfindung. Das ist ja der vollkommene Wahnsinn, dieses System. Und deswegen gibt es diesen schönen Spruch, nicht? Was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? So sieht's aus. Und das andere, was wir uns merken müssen, was ich euch mitgeben will für heute, das ist, dass diese Form von Demonstration hier die richtige ist. Meine Frau ist Hebamme. Was will Herr Gröhe machen? Den Beruf abschaffen. Darum geht es. Es soll gar keine Hebammen mehr geben. Geburt, da haben wir doch tolle Krankenhäuser dafür. Das kostet das Fünffache, ja. Macht die berühmte Mafia fett, noch fetter, will ich mal sagen. Aber Hebammen brauchen wir nicht mehr. Jetzt protestieren die Hebammen, jetzt protestieren die Eltern. Alle schön getrennt. Ich sehe bei der Beschreibung der Bundesschuldensituation auf der Webseite des Bundes der Steuerzahler, ja, die Bundesregierung hat gesagt, ja, wir haben ja im letzten Jahr auch 500 Millionen bei der Bildung eingespart. Ihr Scheißkerle, die Bildung ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist die Chance für junge Leute, Geld zu verdienen. 500 Millionen eingespart, wem schmeißt ihr das Geld in den Rachen? Der Finanzmafia, der Rüstungsmafia, den Energiemafiosi, na sowas. Das ist vielleicht eine tolle Politik. So geht es doch nicht. Also, in die Bildung muss das Geld. Da protestieren aber Studenten und Professoren auch wieder getrennt von den anderen.
Wenn wir jetzt alle so Branchendemonstrationen haben, dann werden wir es nie schaffen, diesen Laden abzusägen, der längst begraben gehört. Das ist doch die Wahrheit. Weg mit dieser ganzen Dreckselite in Berlin, die nur lügt auf jedem einzelnen Gebiet. Guckt euch das Justizwesen an. Oder nein, viel besser. Es fehlt mein obligatorischer Dank an die Polizei, die ja einen guten Job macht. Unterbezahlt sind sie, zu wenige sind sie. Und ich hätte auch gern wieder Revierbeamte, die ich kenne, da wo ich lebe, die auf der Straße spazieren gehen, die mit den Kindern reden, von denen man weiß, wer das ist. Und nicht so anonyme, weit entfernte Polizeiwachen. Auch zu wenig Geld dafür. Vor Gericht gibt es jetzt so viele Deals mit Schuldigen oder Unschuldigen, auf jeden Fall Beklagten, die zu viel Kohle haben. Die können sich nämlich rauskaufen. Das geht, wenn das Justizsystem überlastet ist. Warum ist es überlastet? Damit diese Typen freikommen. Das ist Absicht. Das gehört dazu, um unseren Staat kaputt zu machen. Und wer macht das? Berlin macht das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aus allen Ecken und Enden zusammenlaufen und sagen, so geht's nicht weiter. Auf gar keinen Fall. Wir stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Vielleicht können wir sie gar nicht beeinflussen. Vielleicht fällt den Schweinskerlen in Washington oder in Berlin auch noch eine False Flag Operation ein, um uns dazu zu bringen, oder nicht uns, sondern eine Mehrheit von Menschen, die sich nicht informieren und die sich nicht am Samstagnachmittag in der Kälte die Beine im Bauch stehen wollen, dass sie akzeptieren, dass es Krieg gibt in der Ukraine, der wieder aufflackert, das ist programmiert, das will Washington, weil Washington muss, weil die Finanzmafia das will, die Energiemafia und die Rüstungsmafia. Die wollen alle wieder Geschäft machen. Das Beste für die Rüstungsmafia ist doch ein Weltkrieg, oder? Davon träumen diese Jungs, aber wir nicht. Und das müssen wir deutlich machen, ganz, ganz deutlich, sodass sie das vergessen, weil sie wissen, die haben uns am Hals. Wie Kaugummi unter dem Schuh, ja? Wie eine Wespe auf der Haut, unangenehm. Wir müssen denen wehtun, sonst wird es nichts, sonst werden wir das nicht verhindern. Vielleicht verhindern wir es nicht, aber kämpfen sollten wir und zwar zusammen. Das ist es für heute. Wir sollten zusammen kämpfen, mit den Lehrern, mit den Hebammen. Wenn ihr solche Leute könnt, sagt, dass die zusammenkommen zu diesen Demos. Es muss ein Haufen werden, der sauer ist. Und jeder kann sein Anliegen hier vortragen. Wie vorhin, nicht wahr? Freiheit für Palästina. Das ist wichtig, dass wir das zusammentun und dass wir wissen, diese Politiker sind bloß Kasper. Und wir wissen, wer die echten Verbrecher sind. Guckt so ein Bilderberger-Treffen an, da habt ihr Gesichter dafür. Das ist richtig. Vielen Dank. Gut, dass ihr gekommen seid. Schön, euch zu treffen. Alles Gute. Vielen Dank, Christoph Wörstl.